Damit wieder grüße euch hier bei The Longest Journey. Wir sind noch immer hier in der Boutique und Anführungszeichen von Flipper Burns und haben jetzt das letzte Mal einiges über die Neuere erfahren und hat uns gesagt, auch wo wir eine Zentrale finden. Nur kommen wir da so nicht hin. Das heißt, wir werden nochmal mit ihm reden. Vielleicht kann uns ja da auch weiterhelfen. Hat er gesagt, er kann alles besorgen. Hey Burns! Bin sofort da! Was ist denn? Eben. Könntest du mir einen gefälschten Ausweis besorgen? Warum willst du das wissen? Wie komme ich sonst zur Grendel Avenue? Hey, leg dich ja nicht mit den bekloppten Neuerern an. Die beißen sich an dir fest und lassen dich nicht in Ruhe. Wie diese Kampfhunde. Wie Pitbull Terrier? Genau, ganz übel, die Biester, übel. Ich will trotzdem mal. Können wir über den gefälschten Ausweis sprechen, den ich brauche? Baby, das kostet dich eine Stange Geld. Tut mir leid, Freundin eines Freundes. Das wird nicht billig. Vergiss es lieber. Lass das meine Sorge sein. Wie viel kostet es? Ich habe etwa 300 Dollar. Versuch's mal mit 20.000. Tut mir leid, kleine Frau. Gefälschte Ausweise sind teuer. Ich muss einen besonderen Schlüssel besorgen. Ich brauche eine genehmigte Blankokarte. Das Zeug ist nicht billig. Selbst wenn ich meinen Gewinn abziehe, was ich für eine Freundin von Warren vielleicht machen würde, bleiben immer noch 15.000 Dollar. Vielleicht auch eine andere Bezahlung dafür? Könntest du dir für einen gefälschten Ausweis auch eine andere Bezahlung vorstellen? Tut mir leid, Süße, aber das Bedürfnis hat sich mit meinen Beinen verabschiedet. Nein, doch nicht sowas. Mehr sowas wie ein Gefallen. Oder brauchst du etwas Bestimmtes? Ich glaube nicht. Ich brauche nichts. Hey! Mist, das nimmt mich jedes Mal mit. Ja, wie passend das gerade jetzt sein komischer Schwebestuhl den Geist aufgibt. Was ist denn mit deinem Stuhl los? Die Antigravsteuerung ist kaputt. In ein paar Tagen ist sie ganz hinüber, aber ich hoffe, dass mir ein guter Kumpel bis dahin eine neue besorgen kann. Wenn ich dir eine neue Antigravsteuerung besorge, kriege ich dafür den gefälschten Ausweis? Wenn du eine gute findest, die noch funktioniert und die mehr als 200 Kilo tragen kann? Hey, klar! Du musst nur noch eine finden. Ja, das werden wir schon schaffen. Sicher! Tschüss, Flipper. Gut. Wir haben ja vor der Polizei den Absturz gesehen von diesem Transporter. Dem Schwebetransporter, wohlgemerkt. Das heißt, vielleicht finden wir dort ja was. Schauen wir mal hin. Nach diesen überaus kurzen Laufwegen hier in diesem Spiel. Kann sich nur mal um Stunden handeln, bis wir da sind. Hier geht's runter. Und hier geht's wieder zur U-Bahn. So. Gut, also das Polizeihauptquartier war ja hier. Geradeaus weiter. Hey, die Straßensperre ist weg. Ach nee, die stehen noch hier drüben. Noch immer. Ja, wir haben sie ja dahin geschoben. Stimmt. Polizeirevier. Hier haben wir ja. Hier. Blinkendes Gerät. Schauen wir uns mal an. Wenn ich mich nicht irre und wenn ich mich richtig an den Technikunterricht erinnere, ist das eine Antigravsteuerung. Sie scheint vollkommen intakt zu sein. Kann sie aus dieser Entfernung so toll begutachten, diese Antigravsteuerung, ob sie defekt ist oder nicht. Aber egal, reden wir mit dem Polizisten hier. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja, genau. Versuch's mal mit Flirten, das nutzt sich aus. Abgesehen von Ihnen, Wachtmeister. Wie, mir? Ich habe Männer in Uniform schon immer gemocht. Tut mir leid, Madame, ich bin schwul. Und jetzt gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Naja, dann eben der Gleiter. Abgesehen von dem abgestürzten Gleiter da? Nein, sowas sieht man jeden Tag. Wie bitte? Dutzendfach. Gleiter stürzen dutzendfach ab? 15 die Woche, Madame, mindestens. Allein in dieser Stadt. Aber es heißt doch immer, Gleiter wären das sicherste Transportmittel. Statistisch gesehen schon. Aber sobald sie an Bord sind, sinken ihre Überlebenschancen dramatisch. Was? Sie sind das sicherste Transportmittel für Fußgänger. Die Wahrscheinlichkeit, von einem abstürzenden Gleiter getroffen zu werden, ist relativ gering. Vielen Dank, dass Sie mein Vertrauen in die moderne Technik ruiniert haben. Wir sind hier, um zu schützen und zu dienen. Ist es nicht eigentlich andersherum? Gehen Sie weiter, Madame. Hier gibt's nichts zu sehen. Abgesehen von den entflohenen Häftlingen hinter Ihnen... Ich bin heute zum Sonderdienst eingeteilt, Madame. Der entflohene Gefangene soll sehen, wo er bleibt. Wo ist denn die Wache, die während meiner Abwesenheit die Unfallstelle bewachen soll? Wie wär's mit mir? Ich kann sowas gut. Das war nur eine rhetorische Frage, Madame. Sie sind nicht qualifiziert. Und jetzt gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ausgenommen... Zum letzten Mal. Gehen Sie weiter. Hier gibt es überhaupt nichts zu sehen. Nichts. Habt ihr Leute denn nichts Besseres zu tun? Geht es Ihnen gut, Wachtmeister? Danke, Myrte. Mir geht es sehr gut. Nur der ganze Staub vom Absturz bringt mich zum Husten. Naja, dann werden wir mal was zu trinken anbieten. Wir haben unsere tolle Dose hier. Freut sich sicher drüber. Möchten Sie eine kühle Limonade, Wachtmeister, um den Staub runterzuspülen? Vielen Dank, Madame. Wissen Sie alle, was jetzt passieren wird? Verdammt! Verflucht nochmal! Ich muss sofort zum Servicebüro, bevor mein Anzug kurz schließt. Ich komme mir so schlecht vor. Und ich liebe es. Das sind ja total moderne Anzüge sein, also diese Exosuits, wenn sie nass werden, einen Kurzschluss machen. Ja. Gut, egal. Wir sind auf jeden Fall hier zum Gleiter und kommen hier nicht durch die Leseschranke durch. Aber wir haben ja unsere tolle Spiegelscherbe, mit der wir den Leser zurückreflektieren können. Das habe ich in einer Folge von MacGyver 2200 gesehen. Und wie immer hat es funktioniert, was MacGyver gemacht hat. Gut, die Antigravsteuerung werden wir jetzt mit dem Schraubendreher runterschrauben. Oder auch nicht. Dann nehmen wir einfach so mit. Gut, wenn sie da schon raushängt. Die Antigravsteuerung ist mit großen Schrauben befestigt. Beim Abbrechen könnte sie beschädigt werden. Gut, dann schrauben wir sie doch runter. Liebste April. Und weil wir ja noch nicht genug Laufwege hatten jetzt in dieser Folge hier, laufen wir wieder zurück zu den Docks. Ist das nicht einfach grandios? In der U-Bahn sind wir schon mal. Hier zum Bauhof klicken, dann geht's schneller. Und wieder warten. Und in die Garage hinein. Ach, wäre das toll, wenn April sich das Auto doch nehmen hätte können. Wäre mal viel schneller hier. Ich bin wenigstens froh, dass sie laufen kann und nicht nur geht. Gut, jetzt noch wirklich in die Garage rein.
In die Grube. Dann geben wir dem Flipper seine Antigravsteuerung, damit er seinen Stuhl wieder reparieren kann. Sollte mir erst 200 Kilo aushalten. Hey, Burns! Bin sofort da! Können. Ist das hier das richtige Gerät? Toll! Klasse Zeug! Für das Ding kriegst du den besten Ausweis mit Zugriff auf alles Süße, ja? Hey, mit diesem Ding komme ich vielleicht sogar mal hier raus! Klasse! Wie schnell hast du den Ausweis fertig? In ein paar Tagen. In ein paar Tagen? Ich brauche ihn jetzt. Oh nein, 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 so läuft das nicht. Das braucht Zeit, weißt du? Frühestens morgen Abend. Ich verspreche nichts, aber ich versuch's. Das heißt, müssen Sie jetzt noch bis morgen Abend gedulden. Schauen wir uns hier um. Ein Mischmasch aus alter und neuer Computer-Hardware. Das hat was von Cyberpunk. Das hat was von Cyber... Gut, das heißt, wenn wir jetzt warten müssen, was machen wir? Gehen wir mal einfach mal zurück nach Hause, vielleicht fällt uns dort was ein. Diese kurzen Laufwege sind einfach toll. So, wir sind in der U-Bahn. Fahren nach Hause. Schauen wir mal. Was bringt, wenn wir jetzt nach Hause fahren? Oder gehen jetzt. Laufen. Nicht gehen. Sitzt keiner. Ist oben so los. Auch nichts. Ich brauche mein... Gut, also das ist es nicht. Warum heißt das Ding... Gut, also nach Hause wollen wir noch nicht oder müssen wir noch nicht. Dann schauen wir uns nochmal um, was hier halt noch so alles abgeht. Da schauen wir mal ins Inventar, was haben wir denn hier? Nichts, was uns wirklich weiterhilft. Gute Frage, gehen wir zum Café. Was hier so abgeht. Charlie was Neues. Ich habe keine Zeit, um mit Charlie. Gut, dann nicht. Oder hier hinten? Auch nichts. Das Brot, was ich nicht essen will. Todesstelle auch noch immer hier. Was haben denn jetzt wirklich noch für Aufgaben zu erledigen? Malen will sie das sicher nicht gehen. Wir können ja mal schauen. Nein, das wird sicher nichts bringen. Müssen wir doch irgendwo anders hinfahren. Schauen wir mal, was wir noch so sehen.
Also was haben wir denn für Alternativen? Metro Circle, Metro West. Ach, die Hope Street. Nochmal mit unserem Fahrer sprechen. Und mit Cortez. Wollt ihr nicht auch ihn später treffen? Schauen wir mal. War, glaube ich, irgendwas. Na, schauen wir mal hin. Schauen wir, wie diese wahnsinnig laute Musik ist. Nein. Ja, sehr schön. Gehen wir zu den Beichtstühlen. Finden Unterstützung für ihre Ideen. Wusste ich doch. Und die Arcadia. Diese leicht zu verführenden Schafe glauben daran, weil ihnen Veränderung versprochen wird, und die erscheint Menschen immer wünschenswert. Nicht nur Menschen. Die Neurer benutzen auch die Tyran für ihre Zwecke. Man sagt, dass die Tyran religiös wurden. Sie haben... Die Tyran. Untreue Wesen. Man muss ihnen nur Geld und Macht bieten. Die Neurer haben ihnen wahrscheinlich die Hälfte des Nordlands, vielleicht sogar Markuria, für ihre Dienste versprochen. Und seit ich denken kann, wollen sie die Stadt in ihre schmutzigen Klauen bekommen. Ja, es sieht nicht gut aus. Was ist mit dem Mädchen? Ich glaube, sie hat endlich das Licht gesehen. Sie weiß nicht mal die Hälfte von dem, was los ist. Und ich glaube nicht, dass sie damit umgehen könnte. Also ist es besser, sie weiß es nicht. Beunruhigt dich denn nicht, dass das Schicksal des Gleichgewichts und unserer Welten in den Händen eines... Kindes liegt? Eines einfachen Mädchens vom Land? Natürlich versuche ich, ihr zu helfen, genau wie die Mutter es auf ihre Art tut. April wird bald auf sich gestellt sein und dann... Wer weiß. Trotzdem ist sie die eine. Daran gibt es keinen Zweifel. Das Gleichgewicht weiß und das Gleichgewicht schützt. Und wenn das Gleichgewicht diesem Mädchen vertraut, sollten wir es auch tun. So spricht ein Mann des Glaubens. Aber natürlich, Pater. Du bist nicht der Einzige, der auf höhere Mächte vertraut. Wo wir gerade bei den höheren Mächten sind, ich muss noch meine Predigt für heute Abend vorbereiten. Und welche Lektion lernen wir heute? Du weißt schon, das Übliche. Opfer, Treue, Vertrauen. Die Grundlagen jeder Religion. Selbst die Neurer folgen diesen Grundlagen. Sie fordern Treue durch Vertrauen, genau wie wir es tun. Gute Nacht, Raue. Que Dios te bendiga. Was wollen Sie von uns verheimlichen? Wir werden es noch rausfinden. Aber erst in der nächsten Folge vielleicht. Wir machen wieder ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dann.